Ich grüße euch Leute und willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Budget Games. Und Leute, deshalb heute hier zum Start direkt als Facecam. Wir haben das fünfte Spiel erreicht. Ich möchte sagen, wir haben quasi das Finale der Staffel Nummer 1 der Budget Games beinahe erreicht. Ich habe ja gesagt, wir werden fünf Spiele in dieser Budget Games Reihe behandeln und dann dürft ihr wählen, welches dieser fünf Spiele wir dann in einem Stream noch einmal gesondert gemeinsam spielen werden. Und Leute, heute ist der Tag. Ich möchte noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wir hatten hier zum ersten YouTubers Live gehabt, haben dann im Rahmen der Halloween Halloween YouTube Show 2019 hat man Agony gehabt, dann haben wir bei On Rush mal reingeschaut und dann am Ende noch mal in Aces of the Luftwaffe Squadron. Und heute, ich sag mal, der Videotitel verrät's bereits, werden wir uns Dissidia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Final Fantasy NT angucken. Ich denke mal, es wird so ein Dynasty Warriors-Klon so ein bisschen sein im Final Fantasy-Universum. Und ich werde dann im Rahmen der kommenden Woche oder für zwei Wochen, ich denke mal, wenn ich das Video dann rausgehauen habe, einen Tag später, werde ich dann, denke ich mal, eine Community-Umfrage starten, wo ihr auswählen könnt, welches dieser fünf Spiele wir in einem Stream dann nochmal gemeinsam spielen werden. So, Leute, soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen rüber und gucken mal bei Dissidia Final Fantasy rein. Mensch, da sehen wir ja hier schon voll unsere Superhelden. Ach, wen sehe ich denn da alles? Ich sehe Squall. Ich sehe sie alle hier. Sephiroth ist doch auch, glaube ich, irgendwo mit dabei. Ah, da steht er. Ja, man. Oh, hier, Final Fantasy 15 ist sogar auch mit vertreten. Final Fantasy 10, der gute Tidus ist da. Wen sehen wir noch? Rinoa sehe ich da gerade. Mensch, ist ja hier wirklich die Creme de la Creme, ist ja hier am Start, du. Ich bin ja so ein kleiner Final Fantasy Fanboy. Und ich sag mal, es dauert ja nicht mehr lange bis zum Release vom Remake von Final Fantasy 7. Deshalb habe ich gedacht, okay, ist das vielleicht mal eine coole Sache, die wir uns hier gemeinsam Square reinziehen Enix. Können. Square Enix wurde uns schon verraten. Team Ninja. Was labern die jetzt hier eigentlich? Ja, Team Ninja ist eigentlich, ist das schon eine coole Sache eigentlich, muss ich mal so sagen. Okay, ist übrigens exklusiv für PlayStation das Spiel. So, wir gehen hier mal rein. Deutsch sind wir natürlich, Sprache der Ausgabe. Ich liebe es ja, wenn die dann Japanisch reden, ne? Ja, so möchte man beginnen. Diese Töne waren schon so typisch aus dem Final Fantasy Universum gerade. Neuer Spielstand erstellt oder Speicherstand. Okidoki. Ich erwarte nichts. Ich bin einfach nur gespannt. Das nenne ich mal ein paar Schüchchen. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht, weil das kommt gerade schon richtig geil rüber hier. Übrigens mal zur Info, Leute. Ich habe für das Spiel 5,50 Euro ausgegeben. Das will man natürlich auch immer wieder sagen. Die Bedingungen, um ein Budget-Game in dieser Videoreihe zu sein, haue ich euch übrigens wieder runter in die Videobeschreibung. Sehr geil. War gerade Final Fantasy 9, ne? Also hier hauen sie schon eh auf die Kacke, ne? Mit dem Intro hier. Oh, Sephiroth, da war er. Oh, bald werden wir ihn wiedersehen im Final Fantasy VII Remake. Oh, freue ich mich drauf, ey. Aber mein Held natürlich Squall, Final Fantasy VIII, mein Lieblingsteil. Also vom Intro her hat's das schon ganz schön rausgerissen. Also es kam aber richtig geil. So. Dissidia Final Fantasy. Jetzt wissen wir es, wie es ausgesprochen wird. Dissidia. Spiel starten. Ich habe eigentlich für den Preis keine Erwartungen, ne?
Zwei Götter herrschen über diese Welt. Keine Sprachausgabe. Spiritus und Materia. Okay. Zwei Götter. Mach mal jetzt hier erstmal ein bisschen Tutorial-mäßig oder wie ist das jetzt? Wähle einen Verbündeten, der dir auf deiner Reise beistehen soll. Okay. Das ist jetzt die GFs, Guardian Force oder Götter, wie man sie halt immer wieder verschiedensterweise genannt hat. Na, wen nimmt man denn? Oder S-Bahn natürlich. Ich würde sie halt auch gerne mal sehen. Das ist ja jetzt schon wieder blöd, ne? Oder ist das hier halt Zufall? Ramu! Ramu? Wehe seinen Feinden, unendlich weise und mit einem Funkeln in den Augen gebietet er über Blitz und Donner. Okay, gewährt seinem Meister Ex-Fähigkeiten, die die Mitstreiter stärken. Höhere Stärkungsfähigkeitsaufladung. Okay. Eine gute Wahl. Und so soll es beginnen. Naja, dann hau mal rein hier. Hey! Also Mogri muss immer dabei sein, ne? Ja, eigentlich würde ich mir das schon gerne angucken. Einführung spielen. Kann ich jetzt Charakter wählen? Ey, wenn man jetzt hier irgendwie so eine Reise durch die verschiedenen Final Fantasy Teile machen kann, ey. Boah, würde ich das abfeiern. Würde ich das abfeiern. Charakterauswahl. Wähle einen beliebigen Charakter zum Fortfahren und erlerne die Steuerung. Okay. Wo ist er? Final Fantasy 1, 2. Ich will nicht Claude, ich wollte eigentlich... Ha, ach, hier unten geht's weiter, hier unten geht's weiter. Oh, da ist er. Leute, muss ich nicht überlegen. Muss ich nicht überlegen. Das wird Squall. Definitiv. Ey. Noch nicht eben mal irgendwie eine Attacke gemacht. ZA, ey, ist mir doch jetzt sowas von scheißegal. Jetzt leg hier einfach mal los. Ja, den haben wir ja schon, den Gott. Oder die S-Bar, Entschuldigung. Boah, was wollt ihr hier von mir? Einsatzbesprechung. Ach, das sind meine Mitstreiter? Alter. Ey. Überflutung. Überflutung. Ach, da oben steht Ladevorgang. Okay, wen haben wir denn hier noch mit? Namenloser Wächter, alles namenloser Idealist, namenloser Löwe. Ach, da unten bin ich, Tayan. Okay, okay. Grundlagen. Oh, nee, nee, nee. Jetzt nicht hier so... Oh, nee. Okay, wir machen jetzt wenigstens mal ganz kurz Kampf. Ey. Sprint, Verteidigung, Mutsystem, Esper. Freier Kampf. Komm, wir machen jetzt hier mal einen freien Kampf. Okay. Ich hab doch gesagt, zur Übungseinheit. Also, optisch macht's schon was her. Okay, was soll ich tun? Ist doch bestimmt Viereck, Dreieck oder was? Naja, siehst du, so schwer ist es doch nicht. Kann ich das von Weitem machen? Ah, nee, man muss schon ein bisschen...
Wir sprinten. Okay, hier springen. Okay. Was? Ja, die Mucke kommt ja auch geil, ne? Was macht dann hier? Ich kriege hier gerade barbarisch aufs Mett. Ich versuche hier gerade so ein bisschen die Tasten. Hier war springen. Okay, da kannst du so ein paar Kombos machen, okay. Inge, bleib mal stehen. Aber ich habe da unten noch irgendwelche Attacken. Aha, Zeit für einen Esper-Auftritt? Da bin ich auch der Meinung. Hier steht ganz... Was wollen die hier? Da musst aber auch nah rankommen, ne? Beschwörungskern erschien. Ach, guck mal, hier kannst du so sprinten. Muss ich den kaputt machen? Kern ist so gut wie zertrümmert. Okay. Da oben ist auch so eine Leiste hier von dem Ramut-Dorte. Okay. Ach du kannst das so gedrückt halten. Wie habe ich den gerufen? Mit der Mucke, das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen geil, ne? Also so ein bisschen, wenn man so ein bisschen japanophil ist. Ey. Oh, Blitz und Donner. Nase juckt. Problem. Gewinne das Match. Ja, ich gebe ja mein Bestes. Treffer. Oh, heilende Kette. Muss ich hier vielleicht mal weg aus dem Blitzscheiß hier? Okay. War das Gift gerade? Die Frage ist auch, wie kann man Ziele wechseln? Ah! Demoralisiert. Na, das denke ich doch mal. Frage? Ich habe so viele Fragen. Wir sollten... Oh, ich glaube, jetzt kriege ich hier ganz schön aufs Mett. Beschwörungskern erschien. Hier kann ich mich umgucken, okay. Ich mach den mal kaputt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, klar, ihr habt das Tutorial gesehen, also du müsstest hier eigentlich richtig Banane machen. Oh, jetzt kommt Ifrit. Müsstest richtig Banane machen. Und dass ihr erstmal alles lernen. Optisch macht's was her. Optisch macht's richtig was her. Und ich glaube, du kannst hier richtig viel Zeit mit investieren. Aber wie? Aha! Ach, guck mal, springen? Da kannst du dann hier noch so ein bisschen... Oh, greif an, Christian! Ach, der ist down. Nee, der ist überhaupt nicht down. Wie kann man verteidigen? Das ist auch so die Frage. Oh, mal weg hier. Wo ist eigentlich meine Energie? Okay, aber seht ihr, ich komm hier schon so langsam rin. Du kannst ja hier in der Luft dann hier immer so deine Attacken... Wie kann man Ziele wechseln? Aha! Bin ich down? Da hier so hinterher, LP-Regener. Ich weiß noch nicht. Ach, guck mal. Jetzt habe ich Lebenspunkte regeneriert. Ich habe hier die zwei Tasten gleichzeitig gedrückt. Okay. Vor allem, wir sind hier immer nur in einem Tutorial-Fight, ne? Und der hat mich ja schon voll drin.
Na komm mal her hier. Hast du den gesehen? Was wollen die hier? Mist, tut mir leid, das ist einfach nur Quatschen. Sag mal. Das war nix, Inge, ne? Boah, habt ihr gesehen? Der Baum ist auch kaputt gegangen. Ich versuche hier auch so nebenbei. Okay, hier ist, was ist das hier? Oh, da ist ein Beschwörungskristall. Wie war Sprinten? Das haben wir noch gar nie geklärt, ne? Müsste man halt mal lernen, ne? Die Frage ist, wie kann man... den Bahamut herbeibeschwören? Was macht er hier? Ach, das ist Gegner switchen. Okay. Das ist so ein bisschen vorpreschen. Ah, du Scheiße. Gegner switchen. Und ein bisschen vor hier. Ich will aber mal sagen, dieses Rumbewege, das musst du halt so ein bisschen. Ich muss auch mal aufpassen, ne? Das war doch ordentlich. Okay, mit Dreieck machst du hier so eine Attacke? Und der ist unsichtbar, oder was? Scheiße. Das fand ich ja jetzt ganz geil, ne? Scheiße. Ah! Niedergeschlagen! Das war's! Aufgabe abgeschlossen! Gucke an! So, wie tut man eine Esper herbeibeschwören? Esper spielen eine entscheidende Rolle. Sobald diese Arena anscheinend führen sie mächtige Angriffe. Warte mal, Beschwörungskerl, um die Energie zu sammeln, kurz bevor der Schlag erscheint, Lichtstrahl, halte danach Ausschall und mach dich bereit. Ah, die beiden gleichzeitig dann drücken, wenn die Beschwörung voll aufgeladen ist, halte Touchpad gedrückt. Okay. Sprinten, wie sprintet man? Halte dazu, okay. Leute, ich würde sagen, wir sind ready. Irgendwie hat's was, muss ich sagen. Wir gehen hier mal rein. Das ist ein Spiel, auf jeden Fall muss ich sagen, da kann man sich nochmal ein bisschen mit umschauen. Story, Einführung. Erlernt die Grundlagen, indem du verschiedene Einführungskapitel absolvierst. Ist das jetzt das Ding? Ach, jetzt kommt das hier, oder was? Natürlich spielen wir mit Squall. Ist natürlich... krass, ne? Also, ich würde mal sagen, man will das Video natürlich ewig in die Länge ziehen. Du kannst hier, denke ich mal, eh nichts. Ja, wie tut man dieses andere auswählen dort dann, ne? Ich lass mal das mit dieser LP-Regeneration. Ja. Und, was ich sagen wollte, klar, wir machen jetzt hier unsere Einführung ins Kampfsystem und alles gut. In einem Stream, Leute, könnten wir hier bei der Story auch mal ein bisschen reingehen. Da könnte man dann auch bei der Story mal ein bisschen reingehen. Ich finde, für mich als Final Fantasy Fan kommt das hier gerade ziemlich geil rüber. Ich bin wirklich überrascht. Das ist halt immer das Schöne. Oh ne, er macht dasselbe. Es tut mir leid, Leute. Ich habe gedacht, das sind jetzt wirklich nochmal extra Missionen. Also machen wir doch schon Story. Das ist immer das Schöne an dieser Budget-Game-Reihe. Ich bin mega unvoreingenommen immer. Und werd dann eigentlich oft überrascht. Leute, wir gehen in die Story. Und guck mal, was hier so auf uns wartet. Eh schon geil, dass es einen Story-Mode hat.
Wow, sind das viele. Verwende Memoria, um im Story-Modus die blauen Siegel-Events auf der Karte freizuschalten. Es werden nicht Videosequenzen, die episodenhaft die Geschichte des Spiels erzählen. Lehne dich entspannt zurück und genieße das Abenteuer. Alter, wie viele Missionen sind das denn? Na, freischalten. Und darf ich das jetzt machen? Das ist jetzt einfach nur eine Videosequenz oder was? Oder ist es jetzt das Intro nochmal? Oh. War das Yuna gerade? Also, es hat was, es hat was. Öffnet die Augen und erwache in der Welt. Wie kann man... Ah. Anzahl benötigter Memo... Na und wie spiele ich? Nee. Ich dachte, jetzt kommen hier die Arenen. Was soll ich machen? Story, Einstellung, Schätze, öffne Schatzwert, aber Basar, Gegenstände. Online, Offline... Herausforderung? Freier Kampf? Also, ach, muss man hier diese Memoria-Dinger verdienen, dass man dann so die Story-Dinger freischaltet? Standard-Match. Ist natürlich auch eine Option. Kannst du machen. Ich will... Also... Squall auf jeden Fall spielen... Ach, dann können wir hier noch auswählen. Na, pass mal auf. Wo ist er? Da kommt hier definitiv noch der Cloud mit. Oder Claude. Ich weiß ja nicht, wie man ihn spricht. Komm, dann nimm mal Sefriot noch mit. Bestätigen. Wollen wir drüber reden? Dass ich jetzt hier einfach mal die Herausforderung starten kann? Da steht doch Match starten. Einfach mal rinkommen. Guck mal, Schwierigkeit Bronze. Oh, hier machen wir mal Final Fantasy... Was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Final Fantasy 7? Ist das Shiva dort? Wer sind die? Ich will hier diese Final Fantasy 10. Insel Beseit, man kennt sie. Man kennt sie. Gut. Ladevorgang. Gehen wir rein, mach hier so ein Match mal fertig. Ich komm wirklich ohne Scheiß. Es ist ein krasses Spiel, um jetzt hier so ein Angezockt zu machen, weil man erstmal von Menüführung überschlagen wird und man erstmal braucht, okay, um zu sehen, was geht hier eigentlich so ab. Die können auch quatschen. Tag. Die Mucke. Die Mucke alleine schon. Kampfbeginn. Hier war Gegnerauswahl. Okay. Ich spreche vor. Den Hammermann! Guck mal, der andere war noch näher. Ich bleib jetzt bei dem. Scheiße! Vor, der heilt sich! Vor! 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 Fuck! Oh, bleib stehen! Ich häng mich jetzt auf den Ehen hier. Ist er schnell! Scheiße!
versehen. Der Blick dort, Obius. Nein, nein, nein. Und der hat auch nicht mehr viel Energie, ne? Wow. Muss man hier viel lernen? Ah, hier nicht mit Attacke, Attacke. Oh, was ist denn hier los? Der ist nicht down. Okay. Oh, der ist down, Mann. Niedergestreckt. Das ist bloß so der eine. Hier ist so ein Beschwörungskristall. Wieso ist er wieder da? Was habe ich hier eigentlich für Attacken? Powerschläge? Da hatte ich ihn. Alter, die holt. Der holt einen Laviatan. Oh oh. Wir haben ein Problem, Leute. Ist meins Neo voll? Gott! Alter! Aber mein Ramu ist auch bald da. Wollen wir hier mal nicht vergessen. Ich sollte vielleicht nicht in diese Blasen rein. Oh ja! Da war ne! Da war Wind! Mann, ist hier viel los! Blick hier durch. Alter, hier ist gerade richtig Action-Jackson. Ich bin hier gerade... Ich bin in einer Attacke gefangen. Die Zeit ist reif. Hier ist alles reif. Okay. Ich kann meinen Gott rufen. Ich hab'n! Ich will! Ich, Touchpad, wir haben's rausgekriegt. Jetzt geht's hier ab. Ramu! Leg mal los! Sieg! Wir haben's gepackt! Ja. Ramu hat's gerichtet. Wir sollten öfters zusammenarbeiten, das sehe ich ganz genauso. Ohne Scheiß, Leute. Das Ding hat was. Das Ding hat was. Definitiv. Definitiv. Leute. Also das eine haben wir dann jetzt gepackt. Oh, jetzt sind wir hier schon auf Silber. Aber man kann doch Bronze erstmal weitermachen. Okay. Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Cut. Wir haben mal reingeguckt. Und definitiv so reingeguckt, dass ihr euch vielleicht, bereit zum Installieren, alles klar, es ist doch installiert, dass ihr vielleicht wählen könnt, welches der Spiele wir nun zocken wollen. Im Stream, wie gesagt, wir hatten hier Final Fantasy, wir hatten Aces of the Luftwaffe, wir hatten Onrush, wir hatten Agony und wir hatten YouTubers Live als, ja, Beginn dieser Budget Games Reihe. Das waren die 5 Spiele der Staffel 1, Leute. Ihr entscheidet, welches Spiel wir in einem Stream gemeinsam nochmal erleben werden und nochmal, denke ich mal, so ein gutes Stündchen, 2 Stündchen nochmal in Ruhe daddeln werden und einfach nochmal eine coole Zeit haben wollen, um das Finale oder um die Staffel 1 unserer Budget Games zum Finale zu bringen und ein würdiges Ende, ja, zu zelebrieren, bevor dann die nächste Staffel losgeht. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe oder im Stream. Macht's gut. Ciao.